Fabian oder der Gang vor die Hunde ist ein Meisterwerk. Dominik Graf schnappt sich Tom Schilling, Albrecht Schuch und Saskia Rosendahl, dreht ein Meisterwerk und das ist absolut Lola-würdig. Wenn die drei zusammenspielen, so viel Dynamik und davon haben wir einige Szenen, all diese Szenen habe ich so genossen. Und es ist eine Frechheit, dass Tom Schilling nicht nominiert ist als beste Hauptrolle. Eine Frechheit! Der spielt 1931. Aber er könnte auch im Hier und Jetzt sein. Das ist so das, was, glaube ich, der Trick ist, wie man Zuschauer alle mitnimmt. Da gibt es eine Szene im Café. Ich weiß nicht mehr, über was sie gesprochen haben, aber ich weiß nur noch, dass es mich wahnsinnig berührt hat. Und dass ich einfach so, wirklich, das war, hat mich umgehauen.